Einen wunderschönen guten Tag, ihr kleinen Rabauken. Und heute kommt ein kleines, aber feines Video. Und zwar zur PS4 Remote Play, was ja seit heute in der Firmware mit integriert ist. Dafür müsst ihr hier dieses kleine, süße Programm runterladen. Das verlinke ich natürlich euch unten in der Beschreibung. Und der Rest ist wirklich simpel. Wenn ihr jetzt dieses Programm gestartet habt, und ganz wichtig, ihr müsst einen DualShock über USB am PC angeschlossen haben. Dann drückt ihr hier einmalig auf Starten. Der checkt erst die Nähe ab und dann das Internet. Zum Internet kommen wir gleich. Und schon sind wir auf der PS4 verbunden. Was ihr übrigens oben rechts seht, ist das Kamerabild aus meinem Fenster, was hier... natürlich nicht aus meinem Fenster, aus meiner Kamera, was hier parallel mitläuft, damit ihr seht, wie groß der Input-Lag ist. Und ich muss sagen, das hat Sony echt gut hingekriegt. Für so eine einfach zu bedienende App ist das echt erstaunlich. Aber wir gehen nochmal raus aus dem Programm. Ich würde mal interessieren, wir haben hier unten übrigens einen virtuellen Controller. Ich würde mal interessieren, ob wir hier irgendwie anders rauskommen. Aber anscheinend nicht. Wir müssen das Programm offensichtlich noch schließen. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Wir starten das Programm nochmal neu. Und zwar will ich mal ganz kurz zu den Einstellungen kommen. Es gibt nicht viel einzustellen und das finde ich auch ganz gut so. Dann ist das auch, sage ich mal, für den einfachen User machbar. Und zwar haben wir hier drei mögliche Auflösungen. Niedrig, Standard und Hoch. Wir haben das Ganze auf Hoch gestellt. Und Bildfrequenz hoch. Dazu muss ich sagen, mein PC, der das gerade jetzt aufnimmt und den Stream empfängt, ist per LAN angeschlossen, also ganz normal per Kabel, und meine PS4 hängt am WLAN. Und dafür läuft das echt zufriedenstellend. Was ihr noch machen könnt, und das ist noch viel geiler, finde ich, ihr könnt auf euer Notebook oder whatever oder auf einem fremden Rechner euren PS4 Remote Play installieren. Nehmt einen Sony Controller mit von der PlayStation 4, schließt den an den jeweiligen Rechner an, denn Treiber bringt dieses Programm auch schon mit. Und ihr könnt dann euch ganz normal im PlayStation Network mit euren Daten anmelden und könnt dann die PlayStation von der Ferne abrufen. Sobald sie denn an ist, heißt das, ne? So, hier seht ihr meine PlayStation Network ID. Ab sofort bin ich im PlayStation Network angemeldet, aber ihr habt gesehen, es geht auch ohne. Wir gehen wieder mal auf Abmelden, drücken auf OK und verbinden uns jetzt. Das ist auch noch so ein Bug im Programm. Wenn man sich einmal angemeldet hat und sich dann wieder abmeldet vom PlayStation Network, verlangt der zwingend, dass man sich wieder anmeldet. Das überspringen wir hier mal ganz kurz. Und das Kuriose ist, dann sucht das Programm auch direkt über das Internet. Verstehe ich auch nicht so ganz. Das dauert dann ein bisschen. Es geht aber auch alles ohne PlayStation Network ID. Was allerdings nicht geht, ihr könnt nicht im selben Raum sitzen und die Figur über die Verbindung, über die Controllerverbindung an der Konsole steuern. Dann bricht das leider ab und switcht zurück ins Benutzermenü. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal einen Fix. Gucken wir mal. Aktuell ist der Controller auf jeden Fall an den PC angegangen. Wenn ihr allerdings da doch andere Erfahrungen gemacht habt, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Okay, wir gehen direkt mal ins Spiel. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Hier unten habt ihr den Akkustand vom Controller. Den brauchen wir natürlich gerade nicht beachten. Und Soft-Buttons. Und hier können wir auf Vollbild stellen. Ihr seht ja jetzt oben rechts in der Kamera den großen Unterschied. Das ist der Fernseher, das ist der Monitor. Aber guckt es euch an, wir haben so gut wie kein Input-Lag. Also das ist echt erstaunlich. Wie gesagt, die PlayStation ist nur per WLAN angegangen. Und ich werde jetzt einfach mal hier die Final Fantasy 15 Demo starten, damit wir auch mal ein bisschen Gameplay haben. Und ja, wir haben eigentlich kaum Verzögerungen drin. Die Figur rennt auch gut. Und ja, je nach Internetverbindung natürlich müsst ihr dann im Programm
vielleicht die Rate ein bisschen runterstellen, aber sonst ist das hier echt gut optimiert, finde ich. Und wir laufen hier mal so durch. Ich finde, ja, man sieht dem Ganzen schon an, dass die Auflösung schwach ist. Deswegen nehme ich das Video auch in 2K auf, damit ihr den Unterschied seht. Aber es ist alles spielbar. Was mir noch aufgefallen ist, die Farben sind wesentlich schwächer, sage ich mal, als direkt auf dem Fernseher. Und das Bild wirkt natürlich allgemein ein bisschen zerfranst. Aber es ist gut machbar. Was natürlich auch daran liegen kann, dass ich an der Wand einen OLED-Fernseher hängen habe und das hier über einen normalen IPS-Monitor läuft, das kommt sicherlich noch dazu. Aber ich würde jetzt sagen, auf den ersten Blick würde ich nichts vermissen. Es ist natürlich auf dem Fernseher noch einigermaßen schärfer. Und ja, wer jetzt hier meine Noob-Skills sieht, nicht wundern, ich hab Final Fantasy noch nie mit einem Echtzeitkampfsystem gespielt. Das letzte Final Fantasy, was ich gespielt habe, war doch tatsächlich Final Fantasy 8. Und das war ja alles noch mit Rundenkampfsystem. Und ja, aber ihr seht schon, das funktioniert hier alles einwandfrei. Ich bin echt positiv überrascht. Eine einfache Software. Start und Stopp ist natürlich nur für die PS4 ausgelegt, nicht für PS3 oder sonst was. Oh, Albtraum, okay. Ja, ist halt Final Fantasy, ist halt typisch japanisch, ne? So, sammeln wir den Kram hier mal ein. Und ich verfalle schon wieder in so eine Let's Play-Sprache. Aber vom Prinzip her sollt ihr nur mal sehen, dass das alles so funktioniert. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und so weiter und so fort, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Ich werde euch versuchen weiterzuhelfen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Tschüss, auf Wiedersehen.